Welzow, eine kleine Stadt unweit von Braunkohle und Tagebau. Um das Klima zu schützen, soll Schluss sein mit der Kohleverstromung. 2038, so fordert es die Kohlekommission in ihrem Abschlussbericht. Noch drehen sich in der Lausitz die Schaufelradbagger. Das Radio 1 und Rundschau Spezial mit Jan Vesper und Jan Siegel. In einer Live-Sendung der Reihe Radio 1 und Rundschau Spezial stellten sich Kommunal- und Landespolitiker und Mitglieder der Kohlekommission den Fragen der Einwohner zum Ausstieg aus der Kohleverstromung. Ein Thema, das die Welzower bewegt. Das Interesse an diesem Abend ist groß. Doch die Meinungen sind geteilt. Eines eint sie, die Angst vor einer Heimat ohne Perspektive für die Menschen vor Ort. Wir haben hier in Welzow keine Chance. Wir wollen Jugend hier ansiedeln. Es geht nicht. Die LEAG hat keine Aussichtsplattform für den Tourismusverband Welzow. Es ist das Welzower Fenster, was sie da haben. Das ist so weit weg vom Tagebau. Man bemüht sich gar nicht um die Welzower. Wir sollten aufhören, uns die Taschen voll zu hauen. Der Landstrich im Osten Deutschlands ist von der Braunkohle geprägt. Vom stärksten Industriezweig in der sonst so strukturschwachen Gegend leben nicht nur die Kohlekumpel. Auch Handwerksbetriebe und Dienstleister sind auf die Aufträge des Tagebaubetreibers angewiesen. Wir wollen die bestehenden Betriebe, die jetzt zur Nachfolge anstehen, derart begleiten, dass sie nicht aufgeben müssen, dass also für den Betrieb weitergeht. Und wir haben verschiedene Digitalisierungsprojekte für das Handwerk. Überwiegend zufrieden zeigte sich Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Dennoch hegt auch er Zweifel an der Umsetzung des Milliardenprojekts. Es gibt viele Unsicherheiten, ob wir den Strukturwandel mit der Geschwindigkeit tatsächlich hinkriegen. Das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Wir haben eine Unsicherheit, was die Versorgungssicherheit betrifft. Und sicherlich hätte man sich sozusagen ein Ergebnis dort auch vorstellen können, was deutlich mehr Sicherheit geboten hätte. Das wäre aber klimapolitisch nicht verträglich gewesen, beziehungsweise da nicht ambitioniert genug. Und das ist das sozusagen, wo beide Seiten haben aufeinander zugehen müssen. Und ich glaube, da sind wir an die äußersten Enden gegangen. Und wie sehen das die Umweltschützer? Ich glaube, es ist eine einmalige Chance, dass diese Region jetzt staatliche Hilfen vom Bund bekommt, um diese Transformation von der Kohleenergieversorgung hin zu einer Energieversorgung mit erneuerbaren Energien hinzubekommen und auch weiterhin Arbeitsplätze und Perspektiven für die Menschen, für die neue Generation auch hier zu schaffen. Und das jetzt gemeinsam zu gestalten, ist, glaube ich, eine einmalige Aufgabe, wo wir natürlich hoffen, dass jetzt der Impuls da ist, das auch anzugehen.